Hallo, ich begrüße euch hier in Italien. Wir sind gerade auf dem Po unterwegs und angeln vertikal auf Waller. Es ist Februar, es ist noch eine kalte Jahreszeit jetzt, aber das Vertikalangeln auf Welse, die am Grund liegen und nicht gerade aktiv sind, ist eine Methode für das ganze Jahr. Ihr könnt damit im Sommer angeln, jetzt im Winter, eigentlich immer, wenn der Fluss einen normalen Wasserstand hat. Die einzigsten Kriterien, die euch das Vertikalangeln erschweren, ist Hochwasser. Aber momentan, ihr seht es ja, der Fluss ist ganz unten, das Wasser ist klar, die Welse sind nicht sehr aktiv, sie liegen am Grund rum. Und dafür ist das Vertikalangeln eine ganz tolle und erfolgreiche Angelmethode, um an gute Fische ranzukommen. Was bedeutet Vertikalangeln? Es ist eigentlich ungefähr das gleiche wie beim Hecht- und Zanderfischen. Wir probieren unseren Köder vertikal vom Boot hin am Grund zu präsentieren. Dabei gibt es verschiedene Führungstaktiken. Und natürlich ist beim Vertikalangeln auf Wels das Gerät und die Köder alles eine Nummer größer. Wir verwenden hier Ruten mit einer Länge von 1,80 Meter bis 2 Meter. Das sind alles relativ schöne, leichte, schnelle Ruten, mit denen ihr auch über Stunden gefühlvoll euren Köder führen könnt. Relativ kleine Rollen, 4000er Rollen hier, zum Beispiel wie diese von die Blackhead Spin, eignet sich dafür. Oder ich nehme auch gerne Multirollen, das liegt an jedem selbst, was einem da besser gefällt. Am besten ist es natürlich alles schön leicht und gut und handlich aufeinander abgestimmt, damit ihr einige Stunden ermüdungsfrei fischen könnt. Bei den Hauptschnüren, die wir hier verwenden, setzen wir auf geflochtene Schnüre aufgrund der Tragkraft und Abriebsfestigkeit. Diese Schnüre können gerne 0,30 bis 0,35 mm stark sein und haben dabei ungefähr eine Tragkraft von 30 bis 40 Kilo. Und das reicht auch für den stärksten Wels, der euch da am Band einsteigt. Ihr seht schon, ich bin dauernd mit dem E-Motor zugange. Der E-Motor ist mit eines der wichtigsten Hilfsmittel beim Driftfischen auf Wels, beim Vertikalangeln. Einfach um mein Boot in der Strömung geräuschlos an den interessanten Kanten entlang zu dirigieren. Das Boot in der Strömung mal abzubremsen, wenn ich einen interessanten Bereich auf dem Echolot finde, um den Köder länger auch in der Strömung an einem bestimmten Platz präsentieren zu können. Und einfach auch meine Driftrichtung bei Wind oder sich ändernden Strömungsverhältnissen besser bestimmen zu können. Ich versuche immer, bei diesen Verhältnissen meinen Köder in der Vordrift zu führen. Das bedeutet, ich stelle das Boot mit der Spitze voran in die Strömung, dass ich zuerst flussabtreibe. Mit dem E-Motor bremse ich das Ganze, damit ich nicht zu schnell werde und den Grundkontakt mit meinem Köder verliere. Ich habe auf dem Gummifisch, den ich gerade fische, einen 80 Gramm Kopf. Ihr erkennt schön, wie mein Köder vor dem Boot den Fluss hinabtanzt. Und so kommt der Köder erst zum Wallermaul, bevor das Boot über den Waller schießt und wir den Wels vielleicht vergrämen. Das ist ganz wichtig. Dann, wenn der Köder am Grund angelangt ist, jetzt ist er unten, hebe ich den Köder leicht an, 15 bis 20 cm, halte den Köder. Selbst in der Strömung, der Gummifisch schwappelt dann so mit seinem Schwanz hin und her. Und dann gehe ich wieder zurück, suche den Grundkontakt, wird etwas tiefer, zack, bin unten und halte den Köder wieder kurz über Grund. Dabei könnt ihr auch ein bisschen die Rutenspitze wippen lassen. Da pendelt er ein bisschen mehr, wieder Grundkontakt suchen. Bei der Köderführung versuche ich die Rute die ganze Zeit in einer waagerechten Position zu halten. Einfach aus dem Grund, wenn jetzt der Biss kommt, habe ich noch einen Anschlagweg da. Wenn ihr so angelt, dass die Spitze beim Grundkontakt zu weit nach unten gesenkt ist oder zu weit oben steht, wenn der Köder aufschlägt, habt ihr keine richtige Möglichkeit mehr zu reagieren. Beim Vertikalangeln setze ich auf qualitativ hochwertige Echolote. Ganz wichtig bei mir bei der Geräteauswahl ist natürlich ein Gerät, was GPS-Funktion hat. Ihr erkennt es hier selbst. Links habe ich den Bildschirm, der normal meine Grundbeschaffenheit anzeigt. Bodenwellen, liegende Fische etc. Und rechts habe ich meine GPS-Daten, also die Spuren, die ich selbst drifte. Bei jedem Biss, auch wenn es ein Fehlbiss ist, setze ich mir einen Punkt. Das erkennt ihr hier. Überall diese kleinen Fische,
V für vertikal, Fisch für Aktion. Und aus diesen ganzen Punkten, die ich über die Zeit sammle beim aktiven Angeln mit Fischkontakt, ergibt sich für mich eine ganz tolle Driftstrecke. Denn das Gerät zeichnet jede Bewegung, die das Boot macht, jede Drift, die ich auf dem Fluss mache, auf. Denn dann kann ich diese Punkte immer wieder leise und unauffällig mit dem E-Motor anpeilen und abfischen. Denn die Erfahrung hat gezeigt in den letzten Jahren, immer wieder suchen sich die Welse bestimmte Standorte im Fluss aus, sei es kleine Kanten, leichte Bereiche, wo die Strömung sich ein bisschen wechselt, wo es zu einer Gegenströmung kommt. Und da kommen immer wieder Kontakte, also in diesen Bereichen. Zum Vertikalangeln gibt es die unterschiedlichsten Köder. Zum einen setzen wir sehr gerne auf Gummifische in Größen zwischen 12 und 18 cm. Das kommt ganz drauf an, was für eine Jahreszeit ist, je wärmer es ist, also die Welse auch auf größere Beutefische stehen, könnt ihr auch gerne große Gummis einsetzen. Wenn es kälter ist, gehe ich gerne so auf kleinere Modelle. Wichtig beim Gummi ist mir eigentlich nur eins, die Farbe ist mir nicht so wichtig, sondern eher dieser Teller hier hinten. Ein starker Schwanz, der schön Druck macht, der schön wackelt unter Wasser, das reizt die Welse. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, Naturköder einzusetzen, also sprich Köderfische. Dafür habe ich von Blackhead ein ganz tolles System entwickelt. So ein Fireball-System, vorne ein Bleikopf, danach kommt ein Haken, in dem Fall ein Circle Hook, und danach ein Stinger. Das wird in den lebenden Köderfisch, dort wo es erlaubt ist, eingesetzt. In Deutschland könnt ihr dieses System auch mit dem toten Köderfisch angeln. Bei unseren Rigs ist vorne ein Circle Hook dran. Der ist einmal dafür da, dass sich der Haken beim Biss besser ins Wallermaul reindreht. Und auf der anderen Seite aber auch, um den Köderfisch besser zu halten. Denn es kommt oft vor, dass der Wels ansaugt, schwupp, und mit der gleichen Kraft oder Gewalt, wie er den Fisch angesaugt hat, ihn auch wieder ausbläst. Und dabei kann es passieren, dass er den Fisch euch regelrecht vom System runterreißt. Und der Circle Hook hält das Ganze ein bisschen besser. Ich fische jetzt das Fireball-System gerne mit einer Multirolle. Einfach aus dem Grund, weil der Kopf mit 150 Gramm um einiges schwerer ist als beim Gummifisch, wo wir 80 bis 100 Gramm Köpfe einsetzen. Und bei den kleinen Multis habe ich auch den Vorteil, ich kann ganz toll den Köder zum Grund ablassen. Einfach indem ich den Freilauf öffne der Rolle, bis er am Grund aufschlägt. Zack, aufgeschlagen. Hebe dann meinen Köder an, dass er kurz über Grund läuft und kann dann ganz toll und ermüdungsfrei die Route führen. Mit der anderen Hand manövriere ich das Boot hier an der Packung entlang, dass ich immer am Fuße der Packung bleibe, weil sonst gibt es Mega-Hänger. Bei dem Einsatz des Fireball-Systems jetzt mit dem Köderfisch mache ich nicht solche Höhensprünge wie beim Gummifisch, sondern probiere eher den Köder zu halten, kurz über Grund. Ich suche mir den Grundkontakt, tock, hebe dann an, ca. 10-20 cm und halte einfach die Rute bei der Drift. So kommt der Köder jetzt schön am Grund entlang. Ist immer besser, als jetzt irgendwie so eine Pilzbewegung zu machen. Das machen viele Angler, die fangen dann auch relativ wenig. Schön halten. Echolot beobachten, wieder Grundkontakt suchen, hier gibt es viele Kanten, waagerechte Formen finden der Rute, ich habe die jetzt hier richtig schön unterm Unterarm liegen und halten. Wird gut kalt jetzt hier auf dem Boot. Die Sonne geht unter. Wir waren bestimmt 4-5 Stunden heute aktiv unterwegs, haben unterschiedliche Driften angesetzt, vom Flachen ins Tiefe, wo die Wälse eigentlich liegen sollten. Leider konnten wir keinen Wels dazu überreden, unsere Köder am Grund einzusaugen. Das kommt vor, das ist Wallerangeln, vor allem jetzt im Februar hier in Italien. Wassertemperatur 4-5 Grad, wirklich harte Bedingungen. Aber auch bei diesen Zeiten kann man mit großen Fischen rechnen. Nachfolgend der Beweis. Vor 3 Tagen war Alessandro bei mir auf dem Boot, ein geiler Drill, und wirklich die mega Winterkachel mit über 90 Kilo bei 2,33 m, mein Gast Peter Pötzinger, gestern auf dem Boot,
Viel Spaß bei dem Live-Drill von dieser Bombe und bis zum nächsten Mal, euer Stefan. Ich fahre jetzt ins Camp, brauche eine warme Dusche. Ciao. Schön Druck halten. Wir driften und driften und driften und driften. Wassertemperatur jetzt über Nacht von 6 auf 4,5 Grad gefallen und eben Tock auf dem Gummifisch und wir sind wieder im Spiel. Bremse nachstellen nochmal. Großer Fisch, echt großer Fisch. Reifen ist geglückt, Ding ist im Boot, Riesenkachel, bestimmt wieder so um die 2,30, vielleicht da größer. Ich zitter, absolut geil. Da hockt der glückliche Fänger und da ist die Murmel. Ein Riesending, Jungs, ein Riesenfisch. Der Köder, die Rute, kleine Rhino Blackhead Spinrolle, die vertikale LS, ein verrückter Angler und noch ein verrückter Angler, noch ein verrückter Guide, der bei Eis und Schnee in Minusgraden probieren und es raucht rein. Alter, jetzt haben wir mal einen Steg, den Fisch messen. Jungs, die Arbeit hat sich gelohnt. Wir hatten wirklich nur die einfachsten Bedingungen hier. Heute Nacht starker Schneefall, Wasser von 6 auf 4,5 Grad runtergegangen. Kein Mensch denkt da an Wallerangeln. Die meisten sitzen hinterm Ofen und probieren sich die Füße warm zu halten. Und vor allen Dingen, gestern sind noch die Räumfahrzeuge gefahren. Bei uns liegt Schnee. Und wir sind Tag und Nacht draußen, also nicht irgendwie ins Camp duschen. Warme Füße holen. Wir sind nur auf dem Bach und kämpfen, um sowas hier erleben zu können.